Hallo und willkommen, Freunde. Wir sind wieder bei Rising World und diesmal mit den Federteufeln wieder beschäftigt. Und da geht es mir darum, und zwar der Magnet. Der bringt mich hier fast zur Verzweiflung. Und zwar folgendes: Ich baue hier sehr, sehr viel aus Holz. Das heißt, dass mein ganzes Dorf hier besteht hauptsächlich aus Holzteilen, die mit einer anderen Textur belegt sind. So dass ich beim normalen Umzug dann auch wirklich inklusive des Grundrisses und Mauern alt mitnehmen kann. Und jedes Mal kommt bei mir Holz immer wieder mit zu. So, bis hierhin hatte das alles wunderbar geklappt. Ihr seht, upsa. Und schon sind wir durch, die fliegen jetzt mal durch die Welt gefallen hier. Auch wieder ein bisschen seltsam. So. Ich setze meine Holzklötze ganz genau mit dem Raster, dass die wirklich die Blockgröße auch haben. Damit arbeite ich und nehme mir dort vorher das Maß immer für die richtige Blockgröße. So, wenn wir uns mal das anschauen, ich habe hier wunderbar, konnte ich mit dem Magneten hier lang gehen und wie wir sehen, er rastet hier auch wunderbar ein. Das Problem ist nur dort, kriegt plötzlich eine Ecke rein. Obwohl das dieselbe Blockgröße ist und ich kann machen, was ich will. Wir werden nochmal vorsichtshalber kontrollieren, ob das auch dieselbe Blockgröße ist. Ach ne, halt, da habe ich eine andere Blockgröße gehabt. Machen wir gleich mal die mal an hier. Ja, muss man denn natürlich, so funktioniert das natürlich denn nicht. So, doch, da ist ganz genau ein schmaler machen. So, jetzt haben wir hier dieselbe Blockgröße. Ja, und dann noch ein bisschen kleiner. Passt das auch. So. Ja. So, das klappt also noch bis hierhin. Da kann ich dann auch ganz neu wieder ansetzen. Das ist wunderbar. So, dann ging das weiter bis hier und ab hier jetzt plötzlich. Da kann ich nicht mehr ansetzen. Es geht nicht mehr. Wie gesagt, ich bin gerade jetzt neu gestartet. Ich habe es schon ein paar Mal mit Neustart probiert und alles. Es geht nicht. Man kann hier nicht ansetzen. Hier auch schon nicht. Bei dem Block auch nicht. Ab den. Hier kann ich wieder ansetzen. Klappt. Nach allen Seiten. Und da genauso. Da funktioniert es wieder. Hier auch. Da auch. Jetzt sieht er hier plötzlich wieder nach oben und zu den Seiten auch. Nehmen wir mal oben wieder weg und plötzlich kann ich den auch nicht mehr wegkloppen. Ich kann hier machen, was ich will. Der ist erst nachher weg, wenn ich wieder neu starte. Jetzt, ja, oder in so lange ringsherum laufe, von unten, von oben, bis der dann endlich beseitigt ist. So, mal gucken, aber jetzt, und hier rastet er trotzdem nur hier oben ein. So, so würde ich ihn hinkriegen, neben dem Block, aber hier kriegen auf dem Block jetzt plötzlich mal wieder. Und da richtet sich hier nach dem Seitenblock, der klappt. So, jetzt nehme ich mal den Block wieder weg, weil ich will ja hier vorne weitergehen. Und schon kriegen nicht mehr gesetzt. So, er müsste jetzt dort ganz genau ansetzen können, aber da, es geht nicht. Er nimmt das nicht an. Dort jetzt auch nicht mehr, an dem auch nicht mehr. Da nimmt er noch bis zu dieser Grenze hier. Da nimmt er. Da habe ich keine Probleme, da kann ich auch mit Magneten weitergehen. Da klappt es wunderbar. Und hier, da, jetzt nicht mehr. Ja, und ich kann hier machen, was ich will, es geht nicht weiter.
So, die einzige Möglichkeit, die wäre natürlich, ich setze das einmal genau an und nehme den jetzt eben ohne Magnet mal rein. Natürlich dann immer so ein Gefummel. Das hatte ich dann auch schon gehabt, dass ich dann ganz normal weitergehen konnte. Na, dann komm schon. So, und jetzt rastet er hier wieder ein. Da klappt es jetzt wieder und ich kann damit weitergehen. Also er unterbricht dort komplett und dann ist auch wirklich Feierabend damit. Und jetzt kann ich hier rüber gehen. Warte mal hier. Und dann nimmt er jetzt wieder nochmal. Aber an irgendeiner Stelle, wenn ich jetzt weitergehen würde, an irgendeiner Stelle bricht er dann komplett wieder ab. Und ich habe keine Chance mehr, dass ich dort dann mit dem Magneten ansetzen kann. Ich meine, hier, solange wie man das denn genau hinkriegt, da geht das ja alles noch. Ist aber trotzdem ein bisschen ärgerlich. Da. Und die kriege ich wieder jetzt nicht weg, weil die an dieser ulkigen Grenze dran sind. Da muss ich jetzt wirklich rumfummeln, dass ich den irgendwie da von der Seite und von der Seite kriegen auch weg. Ja, also hier muss unbedingt irgendwie nochmal nachgehakt werden, aber ich denke mal, das ist zur Zeit, das ist das wenigste Problem. Wichtiger ist erstmal mit den Abstürzen, die andere haben, ja, und nicht mit den Magneten. So, ich werde mal das Loch erstmal schnell wieder zumachen. Dann zum Thema verschwundene Gebäudeteile und ähnliches muss ich dazu sagen, habe ich absolut gar nichts hier. Das ist ja nun wirklich die komplette Map, die hier aus Blueprints besteht. Und da habe ich nirgendwo bis jetzt ein Problem festgestellt. Gut, mit den Schildern weiß ich jetzt noch nicht, kann ich hier im Moment noch nicht nachvollziehen. Na, jetzt. So, nun ist alles wieder glatt hier. Das noch glatt machen und das auch noch hier. Gut. Das kann ich jetzt nicht, nicht nachvollziehen. Schilder und so weiter habe ich jetzt nicht gesetzt, aber zumindest bei mir verschwinden hier keine Gebäudeteile, auch nicht gebautet, was hier bei mir abhaut. Da ich ja, also wie gesagt, die Gebäude alle eingefügt habe aus Blueprints, die meisten Mauern, Zäune, alles aus Blueprints. Und das, was ich eben neu hinzugebaut habe, das liegt hinten in meinem Survival-Bereich, der hier beginnt. Das ist hier auch noch Blueprint alles. So, und das, was denn hier gebaut wurde, das ist jetzt schon wieder denn mit Originalblöcken gebaut, also nicht mit Holz und so weiter. Aber hier bestehen im Moment überhaupt keine Probleme, dass hier irgendwo etwas kaputt gegangen ist oder verschwunden ist oder woanders hingewandert ist. Also wie gesagt, hier ist noch soweit alles bestens. Die Probleme habe ich also nicht. Ja, das war eigentlich wieder gewesen mit dem Fehlerteufel. Es ging in erster Linie darum mit den Magneten und wie gesagt, das ist nicht die einzige Stelle. Ich habe ein paar Stellen hier, wo das immer wieder auftritt. Teilweise kann ich dann zwar einen Block per Hand neu ansetzen, aber der nächste Block, da geht vielleicht der Magnet ein-, zweimal und schon ist dann wieder Feierabend. Und dann das Problem, dass man eben diese falsch gesetzten Blöcke oder sonst was da eben nicht wegkloppen kann. Gut, das war's mit dem Fehlerteufel und tschüss, sagt euch Wolle 158.